Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ich geht weiter. Was machen wir erst? So. Ju, was geht ab? Na, was gibt's Neues bei euch so, Leute? Schreibt's mal unten in die Kommentare, was sich so geändert hat. Wir werden jetzt mal hier gucken. Ich habe schon ein bisschen was weitergemacht, glaube ich. Muss ich mal überlegen. Ja, ich hab. Zwar werden wir jetzt mal. Optifine habe ich noch immer drin. Ja, ich dachte mir, ich lasse Optifine drin, denn das System wird viel, viel weniger beansprucht, besonders die Grafikkarte. Und das gefällt mir eigentlich, denn damit spare ich ja auch Strom. Je weniger die Grafikkarte zu arbeiten hat, weil die brauchen ja auch ziemlich viel Strom und so. Hier habe ich, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Man braucht hier Zinn, 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 Shiny und Rubber. Dafür braucht man ein besonderes Rubber. Man beachte die 31 997 Doppelpunkt 2, wenn wir nur Rubber suchen, werden wir merken, standardmäßig ist hinten keine Doppelpunkt. Wir brauchen aber Doppelpunkt 2, also da müsst ihr darauf achten, sonst bekommt ihr dieses Enderium Blend nicht her. Und wie stellen wir das her? Geht gar nicht. Nee. Das werde ich euch auch zeigen. Fallefälle nehmen wir hier mal ein bisschen raus. Ich glaube, da habe ich noch etwas. Ne, habe ich gar nicht mal. Okay, auf alle Fälle zeige ich euch mal, wie man das noch herstellt. Dafür brauche ich ein Eimer noch. Ich hoffe, dass ich das schon vorbereitet habe. Dann müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst hier Recent Ender, also Enderburn, hier reinschmeißen. Dann bekommt ihr die da rein, das flüssige Ender. Und da einfach ein Eimer rein. Und dann bekommt ihr dieses Rubber raus. Bei mir wird es natürlich gleich ins System reingehen, deswegen, ja, es ist doof. Deswegen brauchen wir nochmal zweimal Bucket, damit wir hier das leeren. Das Ender hier hinten. Zack. Ich weiß echt nicht, warum das eigentlich so komisch ist. Man muss einen Eimer mit Ender Flüssigkeit reintun und bekommt dann dieses Rubber raus. Aber okay, jetzt sehen wir haben hier noch das Standard-Rubber. Das andere wird hoffentlich gleich kommen. Hier ist es. Hier haben wir Doppelpunkt 2 dahinter. Cool, oder? Ich find's geil. Und dann bekommt man eben das hier zusammen. Wie heißt das jetzt? Enderium. Das werden wir uns jetzt noch ein paar craften. Ich hoffe. Wir haben eigentlich noch die Rohstoffe. So. Dann gucken wir da oben, ob wir ob der zweite auch schon da ist. Ja. Da haben wir sie. 1, 2, 3, nochmal 12 Mal. 16 Mal. Dann muss man. Das brauche ich nicht mehr. Das hier rein und das hier rein, glaube ich. Und dann bekommt man. Wie heißen denn die hier raus? Enderium Ingot. Das sieht man hier, das Rezept, zack, zack, kriegt man das raus. Dauert ein bisschen. Das wiederum braucht man, wenn man. Das brauche ich eh nicht mehr. Hier so eine Redstone. Ich glaube, ich habe sogar schon eine gemacht, ja. Vor allem nimmt. Zack, da brauche ich eh zwei. Natürlich, ja, zwei. Okay, wir haben keine Redstone mehr. Ja, das ist natürlich doof. Also ich stelle hier gerade Solarzellen her. Standard-Solarzellen. Wundert euch nicht, das macht schon seit gestern. Wir haben mittlerweile schon 341 Solarzellen. Für was, das zeige ich euch dann später mal. Aber wir haben gerade noch Redstone-Mangel. Das finde ich gerade momentan nicht witzig. Glaubt ihr mir das? Ich hoffe halt. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie wir jetzt schneller in Redstone kommen. Okay, ich hätte schon Ahnung, aber ich möchte das eigentlich gerade nicht umsetzen, deswegen. Denn das wirft meinen Plan gerade durch. Ja, dann machen wir es schnell. Zwar vorhin war es ein Universal-Kabel. Den hier und Redstone. Und wir brauchen gleich mal ein Chunk-Loader. Ist sinnvoller, als ein anderes Scheiß. Und dann ist die Frage: Universal-Kabel. Mit was können wir hier. Geht hier 11? Ja, 11 geht. Das heißt, wir können einfach eine Energiezelle nehmen, die ich eigentlich gerade bauen wollte. So. Wohin stellen wir den einfach?
eigentlich ist das doch scheißegal. Könnte man den eigentlich hier... Ja, ich glaube, hier habe ich schon alles ausgesaugt, oder? Nee, warte mal. Gut, ich stelle mal lieber hier auf, denn ich bin mir echt unsicher. Hier habe ich noch ein bisschen erweitert. Ah, okay, das macht er nicht, oder? Ja, die baut irgendwie nicht ab, oder sind die noch nicht fertig? Na doch, die baut er schon ab, oder? Da müssen wir gucken, das weiß ich noch nicht genau, was der da macht. Ich glaube, das ist ein bisschen irre, der weiß nicht, wie er tun soll. Auf alle Fälle haben wir hier schon ein bisschen was. Und ich baue einfach den Miner hier hin, ist doch egal. Jetzt habe ich die Kiste vergessen, meine Güte. Meine. Ich habe eine Kiste vergessen. Da haben wir eine Kiste. Extra alles vorbereitet immer. Aber schon wieder vergessen. Außer vorhin habe ich auch ein wenig weitergebaut. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das war eigentlich dann auch mein Plan, dass wir die noch ein bisschen umbauen, aber ja. Ihr seht ja, es kommt nur immer Kacke dazwischen. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich so klappt. Und dann jetzt hier Output. Und das dann ohne Dings. Und der hat hier Energie. Und dann müssen wir hier sagen. Reset. Configuration. Itemfilter. Kommt hier statt der Diamant das hier rein. Save. Das haben wir einen Radius von... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so geht. 64. 20. 34. Maximal 32. 1 bis 200. Das passt. Auto-Checked. On. On. Sick Touch. On. 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 Starten wir mal. 300, das passt. Und ich glaube, jetzt müsste eigentlich Vollgas geben. Ja, es geht so. Die leert sich. Dann lass mal den hier mal arbeiten. Ist halt doof jetzt wirklich. Jetzt den Block muss wieder zurückbringen. Und hier werden wir jetzt gleich mal kurz raus stirbitzen hier. Denn ich brauche das. Auf alle Fälle kommt hier der Redstone Block hier wieder rein, damit wir immer die ganzen Rohstoffe haben. Junk Loader brauche ich eigentlich gerade nicht, weil ich habe ihn eh drüben aufgestellt. Was ich aber brauche ist, da hier, den da. Dann brauche ich hier, das hier und das hier. Und bekommen aus 3,28, okay. Block, ich habe da, ich glaube, diesen Blockblazer irgendwo gehabt, oder? Breaker, nee. Oh, wie hat denn der geheißen? Weißt ihr das? Wisst ihr das noch zufällig? Um den ich die Blöcke platziert hatte, das habe ich ja automatisiert damals, aber ich weiß nicht mal mit welchem Teil das geheißen hat. Beziehungsweise, wo ich das hingepackt habe. Habe ich das ins ME gepackt oder nicht? Ah, das ist halt so eine Sache immer. Bei so vielen Mods, da kann man sich wirklich nicht alles und jeden und alles merken. Das geht überhaupt nicht. Jetzt sehe ich gerade, das kann man auch alles rausmachen. Die haben da drin nichts zu suchen. Hier haben wir noch Osmium. Nee, das war's auch nicht. Eigentlich wollte ich ja in der Folge noch auch schauen, dass wir auf dem Mars, nee, Mond kommen. Mond, erst Mond, dann Mars. Aber ich denke mal, das wird eh nichts werden. Denn wir sind da wieder mit den ganzen anderen Kack beschäftigt. Bin ich jetzt doof? Wie heißt denn das Teil? Nils Extruder auch nicht. Da, Grinder, nee. Aber ich glaube, das war irgendwas mit Mine Factory Reloaded. Jetzt kommt es mir. Das haben wir ja irgendwie bei Mine Factory Reloaded dabei gehabt. Denn das. Wir hatten ja vorher den anderen, der ging nicht. Und dann habe ich den von Mine Factory Reloaded genommen. Charging Bench. Aber den jetzt auffindet, ist natürlich auch. Oh.
Nee, haben wir gar nicht. Haben wir ihn hier irgendwo reingeschmissen? Na, was war denn jetzt? Hab ich ihn vielleicht in meinen Rucksack? Blockblazer, hier ist er. Da könnten wir uns eigentlich schon irgendwie ein Räumchen hier nehmen. Das werden wir gleich machen. Hier doch. Zack, hier hin. Ah, okay, da geht in die andere Richtung. Das heißt, wir müssen den hier wieder weg. Zack, zack, zack. Und zack. Jetzt komme ich hier nicht raus. Egal, seid ihr rausgebuddelt. So, und dann muss ich hier mal was noch gucken. Dann machen wir uns einfach so mal ein Räumchen, wo wir dann immer die ganzen Sachen reinklatschen. Das heißt, wir brauchen mal Hopper. Und wir brauchen Chest. Dann nehmen wir eine Eisenchest. Das passt eh, genau. So, das heißt, wir tun mal kurz gucken, wie wir das am besten machen. Zack, zack, hier die Kiste hin. Und dann kommt hier alles Hopper hin. So da, so da. Und so da, dass wenn ich hier den Block zerbreche, damit die Items alle hier was rumfallen, automatisch einsortiert werden. Das ist eine coole Idee, finde ich. So, so. Und hier oben müssen wir auch ein Hopper drauf machen. Damit wir hier oben dann die Stack reinlegen können. Und hier mal zu einfach. So. Und hier ein Abbau, fliegt der da einfach runter und landet dann hier in der Kiste. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Und hier möchte ich dann auch noch gucken, dass ich das hier fixiere. So, damit ich hier nicht rauflatsche. Damit ich hier wirklich nur stehen kann und abbauen. Okay, und die Items raus. Genau so wollte ich das haben. Auf die Schnelle. Dann will ich hier hinten das Redstone reinklatschen, damit der hier Redstone reinfüllt. Ja. Dann haben wir das auch schon mal. Du kommst hier rein. Da. So. Abbau den ganzen Zeugs können wir hier reinhauen. Dann müssen wir wieder mal gucken, ob der schon ein paar Redstone-Blöcke hat. Sehen wir da hinten, sehen wir. Ja, 29, das ist ja schon mal was. Dann können wir das gleich mal testen, ob das so funktioniert. Und zwar hier oben Hopper, zack, hier rein. Jetzt weiß ich nicht, ich brauche normalerweise, so wie ich weiß, Energie. Genau. Das heißt, wir müssen hier sowieso noch Energie hinbringen. Dann machen wir da einfach. Testen mal. Generator. Und Kohle. Wo haben wir denn da? Charcoal. Kohle. Charcoal, hier. Das machen wir ganz billig hier. So. Das war jetzt natürlich ein Fail von mir. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Das ist halt wieder der scheiß Nachteil von diesem Drill, ey. Das geht mir echt schon so auf den Sack. Aber Spiker will mir einfach nicht einen anderen Drill bauen. So. Mal hier haben wir eins tiefer, damit wir hier das. Ach komm. So. 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 Ist mir doch egal jetzt. Jetzt fahren die alle hier überall rum. Warum wir die jetzt nicht aufsammeln, tut sie auch nicht, aber egal. Ich mach das schon. So, ja, genau so wollte ich das haben. Vielleicht, dass wir das noch auf der Seite machen, dass wir von der Seite hauen, dann wird man eigentlich durchgehend hauen und der haut nur wirklich, wenn einer entsteht. Bam. So, jetzt sind wir fertig. Okay. Das hat schon einiges ergeben hier, wie man sieht, ne? Gefällt mir schon so. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. So,
Die 23 tun wir noch hier rein. Mal so. Okay, ja, der hat jetzt keine Energie hier. Ist ja auch logisch, weil wir die Energiezelle geklaut haben. Du. Ich wollte jetzt sagen, du Trottel. Late-Stone, Energiezelle, Frame. Was braucht man hierfür? Da. Leadstone. Machen wir einfach mal eine. Sowas. So, die ist schon fertig, oder was? Nee. Da oben. Leadstone, Energiezelle. So muss das sein. Da, du in der Mitte, und dann kann man sie hier anschließen, dann haben wir wenigstens hier ein bisschen Energie schon. So, so Input, Output. Okay, das passt, das funktioniert dann ziemlich wenig, aber es geht. Es kriegt Energie. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet alles. Dann müssen wir jetzt noch mal gucken. Eigentlich wollte ich in der Folge ja noch auf den Mond. Da kann man noch ein bisschen vorbereiten. Wir haben ja irgendwo, ich glaube unten, hier die Maschinen gebaut. Ich glaube den Oxygen Collector. Aluminium war ja. Ah, ich weiß ja gar nicht, wie die ganzen Dinger da heißen. Jetzt hole ich es erstmal. Oh. Also den Fuel oder Breuer auf alle Fälle mal nicht, das weiß ich. Ist halt echt schwer, weil ich habe mit dem Mod schon ewig nicht mehr gearbeitet. Also entschuldigt mich, wenn ich da jetzt nicht auf Anhieb alles weiß, wie das ging. Oxy. Nee. Oxy. Gehen brauchen auf alle Fälle, das weiß ich. Oxygenbau, das du Kompressor. Den Kompressor brauche ich auch für irgendwas, das weiß ich auch noch. Ich weiß auch nicht mehr für was. So, in der Mitte fehlt das noch was. Da fehlt das unten die Platte. Oxygenkompressor. Ich weiß, dass der für irgendwas nützlich war, aber ich weiß nicht mehr genau für was. Nehmen wir einfach mal, wir bauen das alles dann einfach auf. Dekompressor, oh du Kucke. Collector. Seele haben wir ja schon, nee. Detektor brauchen wir nicht. Storage, speichern. Es kann durchaus, kann sein, dass wir das brauchen. Storage. Deswegen bauen wir da einfach mal eins. Was wir auf alle Fälle brauchen werden, sind die Tanks. Ich muss jetzt mal gucken, die kommen ja hier rein. Zwei. Eins. Kompress-Stil-Platte. Die wird hergestellt durch Stil, okay. Stil. Zack. Na, komm runter hier. Geh mal halt Stil hier reinputzeln. So. Und so, hast was zu tun hier, du Klimperkiste, du. Ding, dong, dong. Oh, ich glaube eh nur eine vorerst mal für die Tanks. Na komm rauf hier. Da wollte ich rein. Zack, dann haben wir die zwei Tanks schon mal. Dann brauchen wir mal ein Generator. Und zwar, was brauchen wir dafür ein? Wir könnten eigentlich einen stinknormalen Kohlegenerator nehmen. Dann haben wir hier Charcoal. Und einen Hopper am besten. Dann haben wir das mal so halbwegs hinter uns. Jetzt gehen wir mal pennen. Ab ins Bett, ihr Penner. Ich frage mich halt nur, wie wir das Ganze dann aufbauen müssen.
So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, es muss irgendwo mitten. Der Kollektor muss irgendwo in der Mitte von Bäumen sein. Das weiß ich noch. Das ist mir noch bekannt. Disturber Kollektor. Den baue ich jetzt einfach mal schnurstracks hier hin. Und der hat irgendwelche Seiten, das weiß ich auch noch. Hier ist das Wiring und hier die Oxygenpipe, okay. Das heißt, theoretisch gehört hier dann der Ofen hin. Das weiß ich nur nicht, ich glaube der Koordinat hat ja auch Output und Input und so ein Kack. Man hat dann auch erst richtig drehen, so. Kriegst du hier schon mal was rein? So, der hat erst Hitze, der produziert noch nichts. Deswegen dachte ich mir gerade, warum macht er nichts? So, jetzt produziert er. Jetzt haben wir der Oxygen, das passt 18 von 1200. Collected. Nicht genügend Power. 4 Kilowatt. Also, der lädt sich erst noch auf, das dauert noch ein bisschen. Aha. Jetzt. Genau. Sammelt der Oxygen. Und das können wir eigentlich hier nicht aufladen, deswegen brauchen wir, ich glaube, zu wissen, dass wir den, ich glaube, den Kompressor brauchen. Entschuldigung, ich muss da räuspern. Und hier gehört, ich glaube, Oxygenpipen. So in der Art. Da gehört genau umgedreht da. Sag ich jetzt. Und hier muss Energiepipe hin noch. Zack, zack. Oh, jetzt wird das hier reingefüllt. Jetzt können wir hier die Tanks auffüllen, oder? Novalid Oxygen-Tank. Aktiv. Genau, jetzt lädt er die auf. Passt. Dauert halt ein bisschen anscheinend. Bis er den Tank vollgefüllt hat. Jetzt macht er, okay. Ja, jetzt hör nicht, oder? Jetzt doof, willst du mich verarschen? So, jetzt. Kompressed Oxygen Tank, jetzt lädt er ihn auf. Gut. Hoffe ich halt mal. Na egal, das wird er schon machen. Auf alle Fälle, der hat hier 180, das reicht vollkommen. Für das, was wir es brauchen. Hier werden wir noch gleich mal nachfüllen. Dass der voll ist. Der gibt hier Vollgas, hier auch. Der füllt sich auf, das passt. Dann haben wir schon mal die Tanks, die wir hier mitbrauchen. Das ist mal schon sehr wichtig, dass wir das haben. Dann brauchen wir noch ein paar Sachen. Ja, die Kohlegeneratoren brauchen wir nicht. Wir brauchen den ganzen Schnickstack auch nochmal oben auf dem Mond eigentlich. Da müssen wir uns halt dann gucken, wie wir das am besten handhaben. Da müssen wir uns eine ganze Reisetasche mitnehmen am besten. Also wir haben jetzt den Kollektor gebaut. Collector Craft. Dass wir das gleich nochmal bauen. Den Kompressor haben wir gebaut. Da fehlen uns die Stielplatten. Die sollten ja hier jetzt schon fertig sein. 15, 16, ja. Oh, eins zu hoch. Ja. Zack, da brauchen wir sowieso wieder erst den anderen Kack da unten. Angefangen mit den. Das. Und das. Ein Kompressor. Machen wir mal kurz. Bisschen links Kompressor und wir haben gesagt den Kollektor. Ach, der ist ein bisschen aufwendiger als zwei. Okay, davon brauchen wir gleich zwei, dann davon eins und dann eigentlich den hier. Und da auf der rechten Seite fehlt etwas, und zwar fehlt hier noch so eins, echt? Ich dachte, ich hatte da alle. So, also damit können wir schon mal herstellen.
Kollektor. Können wir herstellen? Wartet, habe ich da jetzt drei Maschinen oder zwei Maschinen unten platziert? Bin ich jetzt doof oder bin ich doof? Drei, ja, das dachte ich mir ja. Einmal den Kollektor. Achso, ja, passt schon. So, der ist jetzt voll. Jetzt machen wir den auch noch voll. Also, einmal den Kollektor, einmal den Kompressor und einmal den Kohlegenerator. So war das, genau. Brauche auch den Kohlegenerator. Wo ist der? Was ist das eigentlich? Launch Controller. Achso, nee, nee, das brauchen wir noch nicht. Terraformer ist... Mars, nee. Kollektor Mars. Nee, Mars, Mars brauchen wir noch nicht. Wir müssen ja zuerst mal... auf dem Mond. Kohle oder? Wo ist denn da der blicke Kohlegenerator? Airlock Control. Das ist, ich glaube, auch das, was wir brauchen werden. Ah, Airlock Frame. Nee, achso, nee, das war das andere. Refinery Fuel oder Hammer? Deutsche Modul braucht man eigentlich ja nicht. Furnace, okay, das gibt's auch. Brauchen auf alle Fälle noch einen Kohlegenerator, damit wir das betreiben können hier. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch Tanks, das ist ja auch. Wir haben keine Red Wool mehr. Geht das eigentlich mit irgendeiner Wolle auch? Lass mich in Frieden. Ah, es muss rot sein. Geht das so? Okay, dann machen wir es anders. Ah, was mache ich denn hier? So, Wolle. Sechs Stück brauche ich eigentlich, weil zwei Tanks auf Reserve sollten eigentlich genügen. Die wir mitnehmen, also nach oben. Dann werden wir uns jetzt mal hier eine Chest einlegen. Und zwar brauchen wir zweimal Ender Chest, dann muss gleich organisieren. Zack. Und wir werden uns. Ich bin kurz überlegen, Dia Chest, ob das sinnvoll ist. Ja, mach mal Dia Chest. Eine Diamant Chest, da werden wir jetzt alles reintun, was wir auf dem Mond brauchen werden. So, das. Eine volle Storage Modul, das können wir auch mitnehmen. Die zwei werden wir hier gleich mal platzieren und Farben geben. Und zwar am besten für den Mond. Mond hat irgendwie Braun oder so. Braun. Nee, dann geben wir den für eine Farbe. Blau. Haben wir schon blau? Nee, ich glaube nicht. Haben wir blau, weiß, blau. So, dann bauen wir die ab. Und dann werden wir hier Folgendes machen, und zwar Exportpass und dann Charcoal. Die werden wir jetzt irgendwo hinstellen. Wohin stellen wir die am besten? Wo sie uns nicht stört. Hier hinten eigentlich könnte man sie hinstellen. Na, das ist doof, weil wo haben wir eigentlich die Galactic Quest Sachen, die sind ja hier ganz unten, aber da haben wir nix. Da haben wir nix. Da haben wir halt keine Mail-System, das meinte ich. Der ist auch doof. Andererseits, wir können es ja hier. Genau, machen wir anders. Wir brauchen ein. Hohoho, wie heißen denn die Pipes? Supplier Pipe, genau. Machen wir das einfach über Logistikpipe, ist doch egal, kostet ja nichts. Wobei wir nicht im E auch, aber ich möchte das irgendwie gerade über das Logistikpipe-System haben, deswegen machen wir das einfach über das Logistikpipe-System. Denn das ist gerade hier so schön und das gefällt mir hier, deswegen machen wir das da auch. Bike 50, Bike 100.
Ich glaube, so war das, oder? Ich glaube, wenn man Balk 100 hat, dann macht er 100% voll, oder? Naja, dann macht er nur ein einziges rein. Ja, das ist doof. So. 64. Zack, okay, dann haben wir hier Charcoal. Gibt es eigentlich andere Modien auch? Infinity, unendlich. Hat er jetzt vielleicht voll, oder? Ja, jetzt macht das voll, okay. Ja, das wollen wir auch nicht. Full ist full, Park 50, machen wir einfach 100, mal gucken. Ich will jetzt nicht wirklich die ganze Kiste hier mit dem ganzen Zeug voll haben, das ist nicht meine Idee.